Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Runde Nina Digital. Diesmal geht es um Senioren und ich freue mich sehr, dass ich hierbei Unterstützung bekomme. Und zwar von Horst Scheel aus Niederolm, Digitalbotschafter seines Zeichens, und von Gerhard Körber, dem Vorsitzenden der AWO Ingelheim im Selztal. Und natürlich wissen wir alle, Senioren haben eine besonders schwere Zeit, gerade in dieser Pandemie. Und deshalb wird sich diese Sitzung heute auch vor allem darum drehen. Und wir sind jetzt auch digital unterwegs gerade. Und Horst, wie ist es denn um die Digitalität der Senioren bestimmt? Können die durch digitale Zugänge mehr wieder oder jetzt in der Zeit verstärkt auch am Leben, sozialen Leben, was ja digital läuft, teilnehmen? Oder wo siehst du da noch ja, Nachholbedarf auch? Nachholbedarf besteht aus meiner Sicht besonders in den Pflegeeinrichtungen, weil es dort vielfach so ist, dass die Teilnehmer in diesem Netz der Pflegeeinrichtung eingebunden sind und dementsprechend einen erschwerten Zugang zur digitalen Teilnahme haben, weil die Verbindungen total überlastet sind und immer wieder zusammenbrechen. Die zweite Sache ist, die in anderen Pflegeeinrichtungen, so wie ich es bisher mitbekommen habe, ist es auch notwendig, sich einen eigenen kostenpflichtigen Zugang einzurichten. Und das erschwert in meinen Augen die Teilnahme am digitalen Leben für die Senioren natürlich schon sehr stark. Wie ist es denn um die digitalen Fähigkeiten bestellt, wenn man das so pauschalisiert überhaupt sagen kann? Wir haben ja auch wichtige Anmeldungen, die digital vorzugsweise am besten gemacht werden. Wie sind da so deine Erfahrungswerte? Aus den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, stellt sich das Bild folgendermaßen dar, wie im allgemeinen Leben auch. Es gibt durchaus noch nicht so hochbetagte Senioren, die sich mit der Anwendung der digitalen Geräte sehr schwer tun. Auf der anderen Seite sind relativ hochbetagte, die zum Teil schon Mitte 80 sind, dort, die sich für das Medium interessieren und ein sehr gutes mediales Verständnis entwickelt haben. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Stellt sich dann auch ein bisschen die Frage, wie man die Leute erreicht. Bevor ich das den Gerhard frage, auch die Frage an dich, Horst, wie erreichst du als Digitalbotschafter überhaupt die Leute gerade? Das bedingt immer, dass ich mich mit der entsprechenden Pflegeeinrichtung in Verbindung setze und dort Termine mit den Leuten in der Einrichtung vereinbare. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und dieser Zugang ist im Moment in der Pandemie natürlich sehr, sehr erschwert, wenn nicht ganz, ganz und gar ausgeschlossen. Ja, das wird bei euch nicht anders aussehen, Gerhard, oder? Also ihr lebt ja viel von der Interaktion mit den Menschen, die AWO Ingelheim-Selztal, die ist rege, ihr seid Kümmerer für die Menschen. Wie stellt sich denn so der Alltag in der AWO gerade dar? Bei uns ist es halt schwierig, wir haben ein Drittel nur, die ein Drittel, wo einen E-Mail-Anschluss haben, also wo online zu erreichen sind. Die anderen müssen immer das differenzieren, das heißt also, wir müssen die, wo keinen Anschluss haben, die müssen wir dann halt aufsuchen und mit Briefen und mit Rundschreiben versorgen. Es geht halt nicht so einfach und es ist halt alles momentan alles in Stillstand. Und weil die meisten sind über 80 und das ist schon wichtig, dass wir da kein Überträger werden. Und deswegen ist halt alles auch runtergefahren auf Sparflamme. Und was halt machbar ist, wir haben zwar unsere Weihnachtsfeier nicht machen können, unsere Fahrten konnten wir nicht machen, die vielen Sonderveranstaltungen, wir haben ja die Begegnungsstätte, wo überhaupt nichts mehr gemacht werden konnte, aber da haben wir halt dann alternativ und die Lebensmittel reingelassen, die waren alle auf der Straße draußen und jetzt im Spätjahr und im Winter, wo es Schnee und Eis und Regen war, es wäre unmöglich gewesen, die Leute da das denen zuzumuten, dass sie in der Kälte draußen die Sachen machen. Und da haben wir unsere AWO-Begegnungsstätte umfunktioniert. Mit dem Gesundheitsamt ist vor Ort gewesen. Und uns wurde gesagt, was man machen muss bei den Lebensmittelrittern, was man, die ganzen Vorhänge mussten raus, die ganzen Stühle, wo Polster mussten raus. Das heißt also, wir mussten alles, was das Gesundheitsamt vorgegeben hat, haben wir dann umgesetzt. Und dann konnten die Lebensmittelretter
schön vernünftig arbeiten und das ist sehr hoher Zugang. Und das war natürlich dann, haben wir einen vernünftigen Weg gefunden, die Darsteller weiter zu nutzen. Und es läuft sehr gut und wir hoffen, dass wenn jetzt die Impfungen dann irgendwann vor sich gehen, dass das Ganze niedriger wird, dass wir wieder reingehen. Wir sind ja auch dran, jetzt unsere Begegnungsstätte umzubauen. Das heißt also, es muss alles neu mit Regipsplatten verschalt werden, alles neu gemacht werden und auch die ganze Kücheneinrichtung wird alles aus Edelstahl vorgesehen, genau wie es uns das Gesundheitsamt von der Kreisverwaltung vorgegeben hat. Und es wird dann jetzt alles umgesetzt im nächsten Vierteljahr, dass man dann, wenn es wieder möglich ist, was zu machen, dass wir dann gerüstet sind. Und halt auch so, die Leute, die fragen schon immer wieder, wann geht es denn endlich wieder los und können wir dann wieder zusammenkommen? Aber auch viele sehen dann auch ein, wenn wir sagen, unser Leben ist uns wichtiger als wir ein Treffen, ein Zusammenkommen. Denn die Leute sind auch sehr zuvorkommen und auch sehr vernünftig und auch sehr verstehen es und machen auch alles schön mit. Und das ist halt Gott sei Dank so. Ja, das mit den Lebensmittelrettern bei euch in der Lokalität, das habe ich gesehen, das fand ich super. Ihr haltet dadurch auch die Aufmerksamkeit auf die AWO natürlich hoch, weil man sieht ja schon, wo man reingeht. Ist es denn so, dass du jetzt als AWO-Vorsitzender dann auch telefonisch stärker frequentiert wirst, weil die Leute irgendwie einen Ersatz suchen? Die Leute rufen schon an und wir, das ist schon klar, das ist schon, das ist unsere Aufgabe auch gewesen, dass man dann anruft und das auch, die Leute haben dann Rückmeldung gegeben, auch die, wo dann mit E-Mail mit uns verbunden sind, die haben dann auch Rückmeldung gegeben und auch viele rufen an und dann kommen wir halt auch zurecht und dann, wenn sie Probleme haben, wenn sie eingekauft haben müssen, dann wird's organisiert. Aber viele haben auch in der Nachbarschaft, in der Freundschaft und den Bekannten, wo sich helfen lassen. Also die, ich sag mal da, die große Hilfe ist gar nicht so notwendig. Wir haben ja auch die Heinzelmännchen in Ingelheim. Und wenn was zu machen ist, helfen wir und machen. Aber im Großen und Ganzen läuft alles wie immer, nur alles auf Abstand. Wir haben auch unsere Mitgliederehrung gemacht, dann halt die Urkunden alles besorgt und dann halt die Weinpräsente mitgeholt und dann auf Abstand haben wir dann das übergeben vor der Tür und haben herzlich gratuliert und uns bedankt, dass sie so lange Mitglied sind. Manche sind ja über 40 Jahre Mitglied und das machen wir dann schon. Das heißt also, wir lassen nichts ausfallen. Auch von Weihnachtsgrüße sind alle abgegeben worden. Wir haben Helfer, die es dann im Ort verteilen in den einzelnen Stadtteilen und das läuft alles ganz gut. Und die Leute freuen sich dann und rufen dann auch an, ach, das hätten wir ja gar nicht gedacht, dass wir auch noch was kriegen. Dann haben wir die Weihnachtstaschenaktion wieder gemacht mit 200 Taschen. Und da dürfen auch keinen vergessen. Die rufen dann an, wenn eine vergessen worden ist oder wenn die gesehen haben, dass wir unterwegs sind. Und sie waren noch nicht dran, weil es dann dauert ja einige Tage, bis wir bei allen waren. Und dann sprechen sie schon uns an. Und so soll es ja auch sein. Es soll ja statt hinrum was sagen, sondern anrufen, ins Gesicht sagen, hör mal, hast du mich vergessen? Und das finde ich schon richtig und finde ich auch gut. Und es ist ein Vertrauen auch dann. Das Ja. haben wir also schon hingekriegt. Gerhard, was ist dann, und ich würde im Anschluss die Frage auch an den Horst richten, aus deiner Sicht gerade die größte Herausforderung für die Seniorinnen und Senioren in dieser Zeit? Und auch die Anschlussfrage, wie kann man denn da vielleicht aus der Politik heraus ein bisschen helfen? Ja, es ist schon schwierig. Die Leute wollten schon gern wieder und fragen nach, wann können wir uns endlich wieder uns treffen, aber sie haben es verstanden unterdessen, weil auch schon Leute gestorben sind, wo sie kennen. Und das ist natürlich auch, dann haben sie schon Einsehen und sagen, nee, ich will ja noch länger leben, ich will ja noch länger unter euch sein und dann bleiben wir lieber zu Hause und halten die Zeit durch und dann Zeiten werden ja wieder besser. Das kommt ja irgendwann, dass die Grippe, also die Pandemie überstanden ist. Und jetzt mit den Impfstoffen, da haben wir ja sehr viel Hoffnung. Die Leute sind da sehr gute Hoffnung, dass da was läuft. Jetzt läuft auch Gott sei Dank was. Sicherlich ist das Impfen an sich auch eine Herausforderung.
Was würdest du so, was ist für dich, wo du sagst, das ist die größte Herausforderung und da müsste vielleicht politisch tatsächlich auch mal nachgesteuert werden? Ja, ich meine, die Impfung, ich meine, ich habe seit 40 Jahren habe ich Grippeimpfung mitgemacht. Jedes Jahr, wir haben es beim Böhringer in der Firma schon damals gemacht und das machen wir jetzt weiter und das hat mir immer auch viel geholfen. Ich habe nie eine schwere Grippe gehabt. Ich bin immer gesund geblieben durch die Schutzimpfung. Und das können meine Leute immer wieder sagen. Es ist ja, man kriegt zwar bei einer Grippeimpfung auch eine Grippe vielleicht, aber eine ganz zahme Grippe und man bleibt gesund und man kann sich dann auch besser über das Wasser halten. Und genauso wird es mit der Corona-Impfung dann werden. Wenn die schön die Leute mitmachen und man muss immer wieder Leute sagen, man sieht es ja im Fernsehen immer wieder, wenn Leute krank waren und was für Folgen noch daraus sind. Sind Leute wieder gesund und haben immer noch keinen Geschmack im Mund und riechen nichts. Und das muss man den Leuten schon dann auch sagen, hör mal, willst du es auch so haben oder bist du bereit, dich impfen zu lassen, dass wir alle gesund wieder rauskommen? Größte Herausforderung in der momentanen Situation ist natürlich, die Senioren so schnell wie möglich wieder ins normale Leben integrieren zu können. Und die Isolation ist doch für sehr, sehr viele eine bedrückende Situation. Und politisch würde ich mir wünschen, dass vielleicht noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet würde, um den Leuten die Angst vorm Impfen zu nehmen und sie noch mal genauer zu informieren, auch über mögliche Nebenwirkungen, die aus meiner Sicht sicherlich nicht schlimmer sein werden, wie bei jeder Impfung, auch bei der Grippeimpfung, mit geröteten Einstichstellen und kurzfristigen Schmerzen in dem Impfarm. Aber ich sehe da keine größeren Probleme drauf zukommen. Und da sollte man die Leute abholen und sie noch mal genau informieren und das nicht erst bei dem Vorgespräch am Impftermin machen, sondern vielleicht mal ein bisschen breiter gestreut auch in den Medien. Ja, natürlich ist Information immer gut und was wir über die Nebenwirkungen bisher wissen, kann man durchaus sagen, was der, ja, jeder andere Impfstoff hat eben auch, kann auch individuelle Nebenwirkungen haben. Das ist nicht über einen Kamm zu scheren. Sicherlich ist es so, dass mit der Impfung riesige Hoffnungen verbunden werden. Ich auch, weil Gerd, du die Grippeimpfung ansprichst. Ich habe mich dieses Jahr zum allerersten Mal gegen die Grippe impfen lassen, vor allem, weil ich zum einen Kapazitäten schonen wollte, falls man doch irgendwas bekommt, und zum anderen meine Mutter als Angehörige schützen wollte. Jetzt ist es mit Aufklärung und dem Corona-Impfstoff so. Ich kann euch mal kurz vielleicht aus meinem Alltag berichten. Ich biete eine Impfveranstaltung an, wo man Fragen stellen kann, und zwar nicht mir, sondern tatsächlich, also mir auch, aber viel kompetenter Professor Dr. Plachter, das ist der stellvertretende Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin Mainz, also ein ausgewiesener Fachmann. Und ich habe dazu eingeladen, vorweg Fragen zu schicken. Da sind sehr viele ernsthafte Fragen dabei. Viele Fragen drehen sich um die Thematik. Ich habe Angst, ich bin Risikopatient und natürlich um die Frage, wann bin ich dran? Und es sind aber auch ein paar dabei, wo man schon das Gefühl hat, da werden absichtlich Ängste geschürt und da gibt es krude Theorien, warum man sich jetzt nicht impfen lassen soll. Ich weiß nicht mehr, ganz offen gesagt, mit was für Informationsoffensiven man dagegen anarbeiten kann, weil an vielerlei Stelle kann ich auch beobachten, da ist überhaupt nicht die Bereitschaft da, die Informationen aufzunehmen. Da wird dann mit kruder, ja, Querdenker-Ideologie geantwortet und das halte ich tatsächlich für ein Riesenproblem, weiß aber nicht, ob Informationskampagnen da alleine noch helfen. Ich finde es gut, dass das Land gesagt hat, alle über 80 werden angeschrieben. Und das ist sicherlich, um zu sagen, es gibt diese Impfungen, wir schicken die mobilen Teams in die Pflegeheime und jetzt, wo der neue Impfstoff kommt, zugelassen, moderner, ist auch möglich, dass die Hausärzte in besonderen Fällen impfen, beispielsweise bei Bettlägerigkeit, weil der leichter zu transportieren ist. Ich halte es auch für ganz wichtig, weil die Integration ins soziale Leben, die betrifft uns gerade alle. Und das. Ich empfand es auch, als die Seniorenheime im Frühjahr
geschlossen waren und gar kein Besuch möglich war, als wir im Mai herum die so Blumengruß gebracht haben und in Ingelheim haben wir Kuchen gebacken und den gebracht und die Menschen standen am Fenster und das war alles, was sie konnten und die hatten wochenlang ihre Angehörigen schon nicht mehr gesehen. Das war wirklich herzzerreißend. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Deshalb ist es Ziel, glaube ich, gerade jetzt auch wichtig, dass man Besuche ermöglicht und die Pflegeheime ja, die Möglichkeit haben. Und das wäre so mein Wunsch tatsächlich auch. Und dafür setze ich mich auch ein, dass die nicht nur ihr Personal schnell testen können, sondern auch die Besucher, weil wir können es nicht zulassen, dass Seniorinnen und Senioren in den Pflegeeinrichtungen ohne Angehörigenbesuch sind. Ja, da stimme ich dir also voll und ganz zu, Nina. Allerdings stellt sich die Problematik, wenn man diese Impfbereitschaft des Personals in den Pflegeeinrichtungen betrachtet, die gehen ja nicht gerade mit gutem Beispiel voran. Also da sind ja auch viele dabei, die sich davon scheuen, sich impfen zu lassen, wobei das Allerwichtigste in meinen Augen wäre. Denn wie wollen Sie sonst die Personen, für die Sie täglich da sind, schützen? Das ist eine richtige Thematik, die du da ansprichst. Und die ist für mich auch wenig verständlich, muss ich auch offen sagen, weil es ist, wie ihr beide schon beschrieben habt, mit dem Impfstoff ist zum einen eine Integration ins soziale Leben möglich und zum anderen gibt es wieder eine Freiheit, sich wieder treffen zu können, Freiheit wieder mit anderen zu haben. Und wir brauchen eine Durchimpfung von 70%, damit wir eine Herdenimmunität herstellen können und der Virus keinen Wirt mehr findet. Und ich finde das auch sehr schwierig, wenn medizinisches Personal, das sicherlich auch eine Vorbildrolle an dieser Stelle hat, sich nicht impfen lässt. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde auch, wir diskutieren zu lasch über die Frage Impfpflicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin tatsächlich der Auffassung, ich wäre für eine Impfpflicht. Denn jeder, der sich nicht impfen lässt, schädigt im Augenblick die da bereit sind, das zu machen. Oder die vielleicht auch nicht geimpft werden können. Es gibt auch ganze Gruppen, Leute, die gerade eine Chemotherapie durchlaufen beispielsweise, Menschen mit besonderen chronischen Krankheiten, die nicht geimpft werden können. Und ich finde es einfach total schwierig und nicht in Ordnung, sich durch eine Verweigerungshaltung zu jemandem zu machen, der da sicherlich ein Gefahrenpotenzial darstellt. Ich verstehe das von daher auch nicht. Ich finde, man müsste mit gutem Beispiel vorangehen und es gab auch mal eine Impfpflicht. Also ich habe noch Schluckimpfungen mitgemacht und ich bin jetzt 83er Jahrgang und ich habe Schluckimpfungen noch mitgemacht. Da hat keiner gefragt, ob meine Eltern das gut finden oder nicht. Es wurde einfach gemacht. Ja, da bin ich also voll und ganz bei dir, Nina. Also auf der einen Seite, als es darum ging, dass eine Pflicht eingeführt wird, dass die Kinder, die eine Kita besuchen, eine Masernimpfung haben müssen. Da gab es auch erst einen großen Aufschrei, aber das ist alles wieder verlaufen. Das war ja auch eine Impfpflicht. Und was da machbar war, warum soll das jetzt nicht im Rahmen in dieser Pandemie durchsetzbar sein, auch für die breite Masse der Bevölkerung? Also ich wäre auch voll dafür, muss ich dir sagen. Und es würde einfach tatsächlich das Leben wieder auf eine andere Schiene geben. Im Moment haben wir tatsächlich noch andere Probleme. Die Impfstoffverteilung vom Bund an die Länder. Aber jetzt warten wir halt und ich bin in der letzten Gruppe derer, die geimpft wird und bin aber sehr froh, wenn ich dann auch dran bin. Und für mich war es tatsächlich auch nie eine Frage, ob ich mich impfen lassen möchte oder nicht. Natürlich, also ich will auch einfach andere schützen und möchte einfach auch wieder irgendwie leben können, weil auch meine Generation hat dieses Jahr zu Hause verbracht. Und das ist echt schwierig. Also ich meine, wir waren ja auch, Gerhard so aus dem Nähkästchen geplaudert, Horst und ich. Horst, du warst auch in der Zwangsquarantäne nach der Sitzung im Frühjahr, ne? Ich war auch in der Quarantäne mit meiner Frau, jawohl. Wir waren nämlich auf einer Sitzung und einer hatte es und da sind wir alle in 14-tägige Zwangsquarantäne als Fraktion gegangen. Das war schon nicht schön. Wie sind denn so die Stimmen der Seniorinnen und Senioren, die ihr vernehmt? Gerhard, du telefonierst viel mit ihnen und du sagst, die sind eigentlich alle, dass sie sagen, ja, wir verstehen das, wir bleiben jetzt zu Hause. Gibt es denn auch Leute, die du davon überzeugen musst, dass die nicht einsichtig sind? Die sagen auch, du, ich habe für sich, jetzt mal übertrieben gesagt, ich habe einen Weltkrieg überlebt, da haut mich das auch nicht um oder ist das gar nicht so in deiner Wahrnehmung? Also ich habe da wenige Probleme mit unseren Leutchen, die sind alle sehr vernünftig und ich finde es auch, dass sie sich impfen lassen,
weil sie alle ja auch wieder raus wollen. Und was halt jetzt auch schön war, das Schreiben von dem Minister, dass sie endlich mal Großbuchstaben haben, also dass man es auch lesen kann. Das ist auch ganz wichtig, an über 80-Jährige, man sieht ja nicht mehr so gut. Und das ist Gott sei Dank ordentlich gemacht worden. Ich muss schon sagen, das Rundschreiben finde ich sehr gut. Und die Leute rufen es ja danach an. Man muss halt jetzt auch, manche haben natürlich auch Vorstellungen, die meinen, sie könnte ja ins Altenheim gehen gegenüber und können dann dort sich impfen lassen. Aber das geht halt nicht so einfach. Das ist so, kommen halt Vorschläge, da muss man sich halt überzeugen, dass das ja die Impfstraße hier in Ingelheim vernünftig eingerichtet ist und dass da dann schon die Möglichkeit besteht. Und dann wegen Transport, die fahren es sonst auch mit dem Bus. Man könnte es auch da runter mit dem Bus fahren, da fährt ja der Bus alle Viertelstunde hin oder alle Halbstunde, muss man sagen. Und das muss man halt dann schön verpackt und dann sagen, dass sie halt auch mal nicht gefahren werden können. Aber die Leute wollen nicht einfach, die Leute chauffieren da und dann sich vielleicht noch mal anstecken, das wollen sie auch nicht, kurz vor der Impfung. Dann kann man ja auch mit dem Bus mal fahren. Mit Maske, mit dem Bus geht ja heutzutage alles. Ja, ich glaube, das ist für euch in Ingelheim tatsächlich wesentlich einfacher als für uns, die wir im Süden sitzen, weil wir müssen ja alle nach Ingelheim kommen. Mhm. Sicherlich ist die Lage aber, ich bin 0, nichts von der Autobahn genau an dieser Stelle unten, aber ich glaube, wir müssen uns zum Thema Transport da sicherlich auch nochmal Gedanken machen für die anderen Regionen außerhalb von Ingelheim. Also der ganze Landkreis fährt ja nach Ingelheim ins Impfzentrum. Ich finde es gut, dass sie es da gemacht haben, weil dort ist das Platzangebot so groß, dass man zum einen mehrere Straßen tatsächlich umsetzen kann und zum anderen die Abstände halten kann. Und man ist zentral und doch ein bisschen dezentral, was bedeutet, ich habe keinen Publikumsverkehr. Das sind wirklich nur die Leute, die dort hingehen sollen, die einen Termin bekommen haben und nicht irgendwie noch ein Durcheinander von anderen Menschen, die da jetzt zufällig nebenan was zu erledigen haben. Das fällt da weg. Von daher finde ich den Ort schon klug gewählt vom Kreis, das muss man sagen. Mhm. Aber Transport ist für den Süden, Horst, hilf mir weiter, wie ist die Verbindung? Ja gut, wir können von Niederolm selbst aus immerhin noch fahren, ne? Aber das sieht in Sörgenloch schon wieder anders aus. Nee, die Problematik, Sörgenloch ist genauso gut oder schlecht angebunden an Ingelheim wie wir. Also die Sörgenlocher müssen halt nur noch mal einmal mehr einsteigen. Die Niederolmer Leute, die können auf direktem Wege nach Ingelheim fahren, wobei ich jetzt nicht weiß, wo die Linie 640 hält, aber meines Wissens fährt die nicht weiter wie bis zum Bahnhof und vom Bahnhof bis zu der ehemaligen Asylbewerberunterkunft, die ja jetzt als Impfzentrum gewählt wurde, ist es sehr problematisch. Aber man muss auch mal, denke ich, die Situation derer betrachten, die zwar noch so mobil sind, dass die sogar noch mit Ende 80, Anfang 90 Auto fahren. Nur fahren die natürlich mit ihrem Auto nur noch in der unmittelbaren Umgebung, wenn es im Ort ist zum Einkaufen, wo sie sich auskennen. Aber jetzt von Niederolm nach Ingelheim dahin zu fahren, ist schon sehr, sehr schwierig. Und das heißt also, es wäre sinnvoll, wenn man zumindest mal vom Bahnhof in Ingelheim oder aber auch vom Sportzentrum, was ja auch nicht mehr so sehr weit entfernt ist, so einen Shuttle-Service einrichten könnte von Seiten des Landkreises. Ich weiß, dass es in umliegenden Verbandsgemeinden, in anderen Landkreisen so etwas gibt, wo die Bürgerbusse dann auch auf Anruf die Leute ins Impfzentrum fahren, die selbst nicht mehr so mobil sind. Und das könnte ich mir auch hier für unseren Landkreis vorstellen, dass da irgendetwas organisiert wird. Zumal ich weiß, dass die Parkmöglichkeiten jetzt um dieses Impfzentrum herum dann so sehr groß sind. Und wenn die Leute eben nicht mit dem Bus direkt davor anhalten können, sondern mit dem Auto kommen, könnte es zum Teil schwierig werden, da entsprechende Parkmöglichkeiten zu finden. Der Gerhard kann mich da gerne mal korrigieren, aber das ist so, was ich von den Räumlichkeiten in Erinnerung habe. Wenn du in Ingelheim angekommen bist von Niederolm, dann kannst du ja vom Bahnhof aus dann die Linie nutzen und dann musst du halt nochmal die Fahrkarte nochmal lösen und mit dem städtischen Bus fahren. Ja, das wird schon gehen. Aber natürlich gebe ich dir recht, es ist einfacher, wenn so ein Bürgerbus die Leute anbringt.
Aber es wurde ja auch in den Rundschreiben angeboten, dass die Leute, wo eben nicht mehr fahren können und nicht mobil sind oder auch keinen haben, der wo sie fährt, dass die dann auch halt warten müssen, bis das andere Medikament noch rauskommt. Und dann können wir ja vom Hausarzt geimpft werden. Das wird ja angeboten, wird ja auch im Schreiben den Leuten gesagt und angeboten. Und die Leute müssen halt dann selber mal mit der Hotline reden, was für sie am besten ist und was sie vorgeschlagen bekommen. Gutes Stichwort. Darf ich noch dazu was ergänzen, Nina? Gutes Stichwort mit der Hotline. Ich habe also über die Hotline direkt am Montagmorgen um 8 Uhr probiert, durchzukommen, einen Termin zu bekommen. Das ist mir weder am Montag noch gestern noch heute gelungen, sodass ich für die Leute in meiner unmittelbaren Nachbarschaft das übernommen habe, die auch keinen Internetzugang haben, einen Impftermin über das Internet zu vereinbaren. Dass das jetzt noch mal eine Zeit lang dauert, ein paar Tage, ehe der mitgeteilt wird, das ist ganz klar. Aber in diesem Schreiben steht ja nur diese Hotline-Nummer drin. Und es ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt mal durchzukommen. Zumindest jetzt am Anfang. Also es war tatsächlich so, heute sollte es eigentlich besser sein. Von daher bin ich für die Rückmeldung nochmal dankbar und nehme das auch mit. Es war tatsächlich am ersten Tag so, dass es so viele Anrufe waren, dass das System zwangsläufig kollabieren musste. Wobei die erste Rückmeldung auch war, es haben sich jetzt eigentlich auch tatsächlich nur die gemeldet, die tatsächlich in dieser ersten STIKO-Prioritätsgruppe drin sind. Das heißt, wir haben, das ist gut, weil die anderen, die wie ich eben in der späteren Kohorte drin sind, haben sich durchaus zurückgehalten. Aber die Rückmeldung, dass die Leitung zusammengebrochen ist, die habe ich im Verlauf des Tages auch öfter bekommen und habe es dann gemacht wie du und habe gesagt, versuchen Sie es mal über den Online-Zugang. Dass das ein komplexeres System ist, das wurde mir auch schon zurückgemeldet, weil die medizinischen Fragen, die man dort beantworten muss, die eben zwangsläufig zu beantworten sind, die sind wahrscheinlich auch nicht ohne. Mir fällt allerdings nicht ein, was eine Alternative dazu wäre. Ich finde es wichtig, eine Telefonnummer zu haben, dass wir all die erreichen, die nicht sich online anmelden können und dass wir einen Online-Zugang haben. Und es ist ähnlich wie bei den Hilfen. Gerd, du hast ja auch schon angesprochen, da wo es Einkaufshilfen gab, gibt es jetzt eben auch Hilfen von Menschen, die dann in der Solidarität sagen, okay, ich unterstütze euch da, oder Angehörige, die unterstützen natürlich. Und das ist übrigens auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir irgendwann auf dieses Jahr 2020 zurückblicken und nicht denken, alles war Mist, sondern am Ende ist es auch in meinen Augen ein Jahr der großartigen Solidarität gewesen. Man hat plötzlich wieder füreinander eingekauft, man hat beim Nachbarn mal gefragt, bist du noch in Ordnung, brauchst du was, bist du fit? Horst, als wir in der Zwangsquarantäne waren, haben Genossen gefragt, kann ich für dich kaufen? Das hat mich unglaublich gerührt. Ihr wart da unterwegs zu wissen, am Ende ist diese Gesellschaft gar nicht so dysfunktional, wie wir oft glauben, wenn wir die harten Sachen sehen, sondern Solidarität ist schon noch was die Leute miteinander verbindet. Und ich habe auch diese Hoffnung jetzt bei den Anmeldungen, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und ich werde aber auch weitergeben, wir haben die Kapazitäten bei der Hotline schon erhöht. Ich denke auch, dass sich das jetzt einspielt in den Tagen. Man muss einfach sagen, sowas hatten wir auch noch nie. Das vergessen die Leute auch immer ein bisschen. Wir hatten noch nie so etwas. Noch nie, dass sowas in der Größenordnung organisiert werden musste. Gleichzeitig mit der Komplexität, dass ich eben nicht zu den Leuten sagen kann, lassen Sie sich mal bei Ihrem Hausarzt impfen. Von daher kann ich da auch nur um Verständnis immer bitten. Wir hatten sowas einfach noch nie. Und ich weiß, dass die Leute an den Hotlines und in den Impfzentren wirklich die ackern. Die ackern wirklich. Und das muss man an der einen oder anderen Stelle auch einfach nochmal in Erinnerung rufen, weil ich verstehe auf der anderen Seite auch den Wunsch zu sagen, ich bin Risikogruppe, wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich richtig. Und jetzt gibt es diesen Impfstoff und eigentlich steht er mir zu nach Priorisierungsgruppe. Von daher will ich jetzt auch einen Termin haben. Ich verstehe das total, aber man muss eben auch sagen, wir haben sowas noch nie gemacht. Wir sind da jetzt auch im Neuland an vieler Stelle. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert, was du am Anfang angesprochen hast. Wenn ich jetzt jemanden über die telefonische Hotline anmelden möchte, bekomme ich
zum einen gleich meine Impftermine mitgeteilt, und zwar beide Impftermine, muss auf der anderen Seite dann aber genau in die Krankenakten der betreffenden Person Einsicht haben, weil am Telefon wird nach der Medikation gefragt. Da muss alles erfragt werden, welche Medikamente werden genommen, um sicherzustellen, dass sie überhaupt geimpft werden dürfen. Auf der anderen Seite, wenn man übers Internet geht, ist der Fragebogen, der ist eigentlich relativ verständlich und geht noch nicht so sehr in die Tiefe rein der Erkrankungen der einzelnen Personen. Der ist also so in meinen Augen sehr neutral abgefasst, dass man nur anzugeben hat, ob man eine Allergie hat, ob man eine chronische Erkrankung hat. Aber damit erschöpft es sich auch. Und diese näheren Angaben müssen die Leute dann ja erst vor Ort machen, in diesem Vorgespräch und bevor sie geimpft werden. Dann gibt es ja nochmal einen Fragebogen, der vor Ort nochmal auszufüllen ist. Finde ich also gut gelöst, diese zweigleisige Lösung. Nur wie gesagt, es müsste noch besser über das Telefon eben probieren, nicht, dass die alten Leute da stundenlang in der Hotline drin hängen, beziehungsweise die Hotline selbst gar nicht erreichen. Ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so verwunderlich ist, wenn da so viele Leute anrufen, dass die Leitung bricht. Aber es ist natürlich schwierig, dann zu antworten, Geduld haben, weil ich, wie gesagt, ich verstehe ja auch die Not, die dahinter steht. Man ruft da ja nicht zum Spaß an oder weil man entertainen kann, wenn man etwas Dringendes benötigt. Ich glaube tatsächlich, dass sich das ruckeln wird und tatsächlich wird es eine Erleichterung sein, auch wenn die Hausärzte leichter in besonderen Fällen, wie gesagt, impfen können. Ich finde es nämlich eigentlich gut, dass die Hausärzte nicht damit belastet werden, die ganzen Impfungen noch durchzuführen, weil man möge sich diesen Verteilungskampf dann auch mal vorstellen und die Drama-Szenen, wenn in der Hausarztpraxis, wo dann übrigens ja auch alle zusammenkommen, also die normal krank sind, in Anführungszeichen, die halt jetzt einfach tatsächlich eine Erkältung erwischt hat, plus die, die vielleicht Anzeichen von Corona haben und die Corona-Sprechstunde wollen, plus die, die eigentlich vulnerable Gruppe sind, die jetzt ihr da geimpft werden müssen. Also das auch das zur Erklärung vielleicht, warum Hausärzte an dieser Stelle nicht damit belastet werden sollen. Die haben jetzt auch echt einen anderen Job. Und deshalb finde ich dieses zentrale Impfen auch gut. Und ich finde mit Ingelheim den Standort auch okay gewählt. Mir würde jetzt spontan nicht einfallen, was man hätte anderes nehmen können mit einer gleichzeitigen schnellen Anbindung an die Verwaltung, um Kreisverwaltung in dem Fall, um Fragen dann auch klären zu können. Ich wüsste nicht, wo man hätte sonst hingehen sollen, wo man eben den Platz hätte schaffen können, ohne einen Publikumsverkehr zu haben, einen richtigen externen Publikumsverkehr. Gibt es denn aus eurer Sicht etwas, wo ihr sagt, das ist ein Angebot, wo wir auch nochmal gezielt an Seniorinnen und Senioren herantreten? Plant ihr eigene Inforunden, wie auch immer, digital oder eben, Horst, du hast gesagt, du gehst in die Pflegeheime. Gerhard, ihr werdet angerufen, eine Telefonkonferenz als Information zum Thema Impfen? Ja, wie meinst du mit den Informationen? Also plant ihr selbst auch Informationen anzubieten und zu sagen, wir machen mal eine Telefonkonferenz mit allen AWO-Mitgliedern, wo es ums Thema Impfen geht? Oder ist es, sagt ihr, nee, das überlassen wir? Die Leute, die Interesse haben, die melden sich ja und sprechen ja mit uns auch. Und es ist ja auch jetzt positiv zu sehen, wenn die Hotline eben zusammenbricht, dann heißt man, ist ja auch großes Interesse da. Es ist schon mal was Wichtiges, auch was Positives zu sehen, dass das Interesse so groß ist. Und dann wird auch dann kriegt man auch die Impfung schön hin, dass viele kommen und viele sich melden und dann immer wieder auch versuchen, die Leute haben schon Interesse, sie wollen schon geimpft werden. Und das ist ein gutes Zeichen. Und was auch schön war heute zu sehen, unser Zass ist mit der Bundeswehr. Es sind viele Soldaten da, wo dort auch Dienst machen und helfen. Das ist also schon ein breites Spektrum, wo mithilft. Und das habe ich mir auch gut gefunden, dass die Bundeswehr auch wieder mit eingesetzt ist, dass die schön mithelfen. Es sind auch diverse Ärzte im Ruhestand mit dabei, die gesagt haben, okay, wir ziehen den Kittel nochmal an, wir wollen helfen, wir wollen unterstützen. Und das meinte ich. Also die Hilfsbereitschaft von allen, die irgendwie Ahnung von dem Metier haben oder sich es anlernen können,
die ist groß. Und dass so viele Leute sich impfen lassen wollen, empfinde ich auch als total positives Zeichen. Weil, wie gesagt, wir brauchen 70% Geimpfte in diesem Land, sonst, in dieser Republik, sonst haben wir schwierig eine Chance. Hospites, überlegst du es? Ja. Gibt es für dich denn irgendeine Möglichkeit, gerade mit den Seniorinnen? Das hatten wir jetzt schon mal. Du sagtest, du müsstest in die Pflegeheime gehen. Das ist schwierig gerade. Bei mir rufen also auch Leute an, die da interessiert sind und auch geklärt werden möchten und auch nochmal den einen oder anderen Hinweis benötigen oder auch, wie gesagt, Hilfe bei der Beantragung eines Termines. Die andere Seite auf einer breiten Ebene, die Senioren hier vor Ort zu informieren, gestaltet sich halt sehr, sehr schwierig. Zum einen, da nicht alle Telefonnummern und Kontaktadressen von den Senioren bekannt sind. Zum anderen habe ich keine geeignete Begegnungsstätte, die man im Moment nutzen könnte für so eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Senioren. Es bleibt halt auch nur die Möglichkeit mit den Kirchengemeinden oder mit den Pflegeeinrichtungen in Kontakt zu treten und dort auch nochmal die Unterstützung anzubieten, mehr oder weniger halt auch in digitaler Form. Denn von dort aus könnte man Kontaktdaten erfragen und bekommen, was über die Stadt oder die VG natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machbar ist. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass ihr beide das ehrenamtlich macht. Das heißt, ihr sitzt im Ehrenamt und schafft euch die ganzen Informationen ja auch selber rauf. Wenn man angerufen wird, muss man ja auch irgendwie eine Antwort haben. Und das finde ich auch wirklich, finde ich großartig. Also ich finde das toll, dass sich da Leute im Ehrenamt engagieren und sagen, okay, dieses Jahr ist eben mein Job als AWO-Vorsitzender oder mein Job als Digitalbotschafter oder Seniorenbeiratsvorsitzender ist eben in diesem Jahr auch noch ein anderer. Und das nehme ich dann auch noch auf mich, weil das ist auch nicht ohne. Das muss man auch an dieser Stelle mal betonen, dieses Wissen sich aufzuschaffen und selber da auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist auch herausfordernd. Von daher von mir da auch ein ganz riesiges Dankeschön, weil ihr entlastet enorm, wirklich enorm an dieser Stelle. Das machen wir aber, der Gerhard, genauso wie ich auch, sehr, sehr gerne, obwohl wir beide ja auch schon der Risikogruppe angehören. Das heißt also, wenn wir in Kontakt treten, ist das Risiko für uns auch schon ein bisschen erhöht, als wenn wir uns hier nur einigeln. Aber ich finde es ganz, ganz toll und das sehe ich auch als sehr positiv bei der Pandemie, dass durch die ganze Gesellschaft hindurch, egal welche Altersstrukturen das sind, die Hilfsbereitschaft doch sehr, sehr groß ist. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschielt. Wir sind weit drüber. Ich möchte euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Und klar, da draußen ist auch, wenn man eine Frage an die AWO Ingelheim Senioren hat, dann kann man den Gerhard Körber finden. Und wenn man eine Frage an den Horst hat, dann kann man den Horst Scheel auch aus Niederolm finden und kann nachfragen. Dasselbe gilt natürlich auch für mich. Ich bin auf allen Kanälen erreichbar und stehe für Fragen natürlich zur Verfügung. Das gilt, aber das wisst ihr auch für euch. Wenn irgendwas ist, wo ich helfen kann, dann meldet ihr euch einfach bei mir. Ich danke euch sehr für diese Bereitschaft in diesem Digitalformat mitzumachen. Ich bin total happy, dass das so gut geklappt hat und ich danke euch sehr und ich klicke jetzt hier schon ein bisschen rum und ja, ich verabschiede mich bis zur nächsten Runde, Nina Digital. Dankeschön und auf Wiedersehen.